ho, ho zusammen, hier ist wieder Ben und ich habe ein paar Tricks gesehen. Diese kannst du ganz leicht machen, einmal kurz aufpassen, denn fast ist der Lolvenz-Kalender wieder vorbei. Aber noch haben wir ein paar Türchen, heute gibt es eines für die Knoblauchwurst. Hey Ben, ein Trick zu Yorick wäre schick, Zwinker-Smiley. Und dann hauen wir doch hier mal einen raus heute für den guten Totengräber und zwar mit seiner W-Fähigkeit Düstere Prozession. Alter, was ein bescheuerter Name. Und damit könnt ihr eine Wand an Ort und Stelle erschaffen, die 2 HP-Balken hat und auch noch für ein paar Sekunden da stehen bleibt. Und alles, was sich dort drinnen befindet, kann halt nicht hindurchgehen, was gegnerischer Natur ist. Der Gegner kann dieser Fähigkeit allerdings ausweichen, weil er einen kleinen Indikator bekommt, wo diese Mauer entstehen wird. Das heißt, dann kann er ausweichen, aber mit einem kleinen Trick kann man das umgehen und zwar ist es ja eine kreisrunde Fähigkeit und wenn ihr das Zentrum in eine Wand reinsetzt, dann bekommt der Gegner keinen Indikator dafür, dass dort gleich die W-Fähigkeit entstehen wird. Ist natürlich wesentlich weniger Platz dann, um die Fähigkeit zu treffen, aber der Gegner hat auch eine schlechtere Möglichkeit, dementsprechend auszuweichen. In engen Korridoren vielleicht ein oder andere Mal hilfreich. Solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren, ist eine echt lustige Sache. Der Gegner sieht es einfach nicht, wenn ihr die Mitte in eine Wand reinsetzt. Ich hoffe, der Trick hat dir weitergeholfen und wenn auch ihr bei dem Lolvenz-Kalender 2017 was gewinnen wollt, dann schreibt einfach in die Kommentare, lasst ein Like da, teilt gerne das Video und schreibt in die Kommentare, wie gesagt, was ihr gerne sehen möchtet. Kann Champion sein, vielleicht auch eine Mechanik mit irgendwelchen Dschungelmonstern oder so, da seid ihr einfach frei. Da könnt ihr hinschreiben, was ihr möchtet. Solltet ihr gepickt werden, dann kommt ihr in einem der folgenden Adventstürchen dazu. Könnt mir auch gerne bei Facebook und Twitter schreiben. Alles weitere, was ihr zu tun habt, nachdem ihr gewonnen habt, steht in der Videobeschreibung. Also da einmal bitte reingucken. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns morgen zum 16. Türchen. Haut rein!